Gut, dann begrüßen wir Sie jetzt zu unserem dritten Video und da geht es mehr um diese Formalia und ein wichtiger Bestandteil dieser Formalia ist demnächst die Literatur- und Quellenarbeit. Dazu würden wir vorschlagen, dass Sie sich beim Lesen immer mal wieder auch mit den Literaturhinweisen hinten beschäftigen und vielleicht zumindest stichprobenweise auch überprüfen, ob denn das stimmt. Denn sichergestellt sein sollte, dass alle zitierten Quellen sich auch im Literaturverzeichnis auffinden lassen, aber umgekehrt auch, dass alle im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen in irgendeiner dieser zitierenden Formen vorne zu finden sind. Und dann geht es darüber hinaus auch noch darum, welche Quantität der zitierten Quellen denn vorliegt und auch welche Qualität ausgewählt wurde. Und bei der Qualität möchten wir Ihnen mögliche Kriterien vorstellen. Also zunächst ist mal wichtig, dass alle relevanten Autoren und Autorinnen des Fachgebiets herangezogen werden. Ja, zweiter Punkt, die Quellen sollten hinreichend aktuell sein und bei Büchern natürlich auch die neuesten Auflagen verwendet werden. Wichtig ist bei den Quellen, dass sie möglichst divers sind, sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise, also von der Form der Publikation. Also nehmen Sie oder gehen Sie davon aus, dass wir hier Monographien, aber auch Artikel aus Fachzeitschriften benötigen und durchaus auch englischsprachige Literatur. Nicht adäquate Quellen sind in der Regel die Tagespresse, Wikipedia, Internetseiten kommerzieller Anbieter, Seiten wie zum Beispiel Hausarbeiten.de, Lexika, Vorlesungsskripte und Statista. An dieser Stelle sei auch verwiesen auf das Thema künstliche Intelligenz. Dazu gibt es eine separate Richtlinie, die den Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit KI, regelt. Die gerade schon mal zitierte Richtlinien, die würde ich jetzt gerne auch noch mal aufgreifen, weil die Basis darstellen. Die können Sie downloaden auf der Homepage bei uns. Die steht allen Studierenden auch zur Verfügung und die sollte die Grundlage für die Erstellung der Arbeit sein. Wir würden jetzt gerne ein paar herausgreifen, die wir besonders wichtig erachten. Beispielsweise sollte die Zitierweise einem Standard entsprechen, eben entweder Harvard oder eben mit diesen Fußnoten und dann auch einheitlich durchgezogen sein. Und generell ist wünschenswert bzw. ist verlangt, dass die Studierenden unterscheiden können zwischen einer direkten Zitierweise und einem indirekten Zitat. Eine direkte Zitierweise sollte sparsam nur verwendet werden, vielleicht in einem Eingangsbereich oder auch in einem Schlussbereich. Und dann eben, wenn es einem notwendig erscheint, dass genau dieser exakte Wortlaut kommt. Generell sollte aber der überwiegende Anteil der Fußnoten sich auf indirekte Zitate beweisen. Ja, und der Umfang der Zitation hängt natürlich auch vom inhaltlichen Teil der Arbeit ab. Das heißt, im Grundlagenkapitel, ziemlich zu Beginn der Arbeit, sind sehr viel mehr Quellen erforderlich, während im Anwendungsteil teilweise sehr, sehr sparsame Quellenarbeit sich vorfindet, bis zu teilweise gar keinen Zitationen, weil es in der Regel ja auch sehr anwendungsorientiert gestaltet wird. Wichtig ist, dass wir namentlich im Text genannte Autoren, dass sie natürlich sich auf die Primärquelle, auf die Erstarbeiten sich beziehen. Und letzter Punkt hier, weitere formale Zitiervorgaben, wurde schon erwähnt, ne, befinden sich in den Richtlinien zum wissenschaftlichen Arbeiten. Da haben wir noch deutlich mehr zu bieten. Wir haben die wichtigsten Punkte hier herausgegriffen. Ein letzter Punkt, den wir Ihnen noch nahelegen wollen, ist die Beurteilung der sprachlichen Qualität der Arbeit. Die Arbeit sollte orthografisch, grammatikalisch und in Sachen Interpunktion korrekt sein. Dann sollte darauf geachtet werden, das fällt den Studierenden manchmal auch ein bisschen schwer, dass der Sprachstil zum einen neutral und sachlich ist, präzise und keine umgangssprachlichen Elemente enthält. Dann sollten Absätze eingeführt werden, aber die maßvoll, also durchaus mehrere Sätze, die eben einen einheitlichen Gedanken haben, die dann zu einem Absatz führen. Dann
sollte darüber hinaus noch geschaut werden, dass diese Unterkapitel sinnvoll eingesetzt werden. Das heißt also, ein gewisser Umfang, eben mehrere Absätze vielleicht, die formieren dann ein einziges Unterkapitel. Und dann als letzter Punkt noch die Frage der Seitenanzahl. Die Seitenanzahl für die Arbeiten, sowohl für die Bachelorarbeit, aber eben auch für die Projektarbeiten, ist vorgegeben. Und zu diesem Textteil zählen nicht dazu alle Abbildungen und auch alle Tabellen, sondern nur der Textteil, der beginnt mit der Einleitung und endet mit dem Schlussteil. Ja, kommen wir noch zum Thema Vollständigkeit der Arbeit. Natürlich braucht so eine Arbeit auch gewisse Verzeichnisse, nämlich ein Inhaltsverzeichnis, Abkürzungs-, Abbildungs-, vielleicht auch ein Tabellenverzeichnis. Vielleicht gibt es Formeln, die in einem Verzeichnis behandelt werden. Oftmals ein Anhang, aber auch natürlich vor allem ein Quellenverzeichnis mit der verwendeten Literatur. Das sollte natürlich vorhanden sein und auch formal korrekt gestaltet sein. Genauso wie im Textteil die Themen Schriftgröße, Abstände an den Rändern zum Beispiel, Blocksatzformatierung. Achten Sie darauf, dass das entsprechend eingehalten wird. Im Anhang haben wir normalerweise Informationen, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind oder zu umfangreich sind. Insofern finden die dann keinen Eingang in den Textteil der Arbeit. Damit haben wir Sie durch drei kleine Filme mitgenommen, wie denn eine Arbeit sinnvollerweise begutachtet werden kann. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen dabei eine Hilfestellung geben.